Balkanparty endet mit Prosecco-Streit. Vor einigen Monaten feierte eine serbischstämmige Wienerin ihren 40. Geburtstag in einem schicken Innenstadtlokal. Inklusive Prosecco-Empfang, Balkanband und 54 Gästen. Ausgemacht waren 3000 Euro als Einladung der Gastgeberin als Bewirtung. Die waren nach wenigen Stunden weg. Daraufhin sagte die Gastgeberin Nema Problema und animierte somit zum Weitertrinken. Als dann um 4 Uhr Schluss war und es ans Kassieren ging, betrug die Rechnung mittlerweile 5800 Euro. Das konnte das Geburtstagskind nicht bezahlen. Weil sie dann mit schlechten Google-Bewertungen drohte, sollten ihr nicht 1500 Euro nachgelassen werden, kam es zu einem Prozess wegen versuchter schwerer Nötigung. Und tatsächlich fand man mehrere Ein-Sterne-Bewertungen im Netz. Hütteabreißer oder Abzockeschuppen haben die erbosten Gäste unter anderem geschrieben. Bei diesem Prozess wurde die Wienerin allerdings freigesprochen, da die Bewertungen durch die freie Meinungsäußerung gedeckt werden. Doch der Wirt schlägt zurück. Er klagt nämlich auf Schadenersatz, weil mehrere Buchungen wegen den falschen Aussagen storniert wurden. Am Landesgericht für Zivilrechtssachen wird es im Sommer das Nachspiel geben. Und da wird es wahrscheinlich um mehr als 1500 Euro gehen. Wer am Ende die Korken knallen lassen kann, bleibt offen. Mehr Stories wie diese findest du auf heute.at.